Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gaming. Ich bin heute auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Oh, ich sehe, der ist fertig mit Ernten zurückrufen. Den müssen wir reparieren. Reparieren. Auf dem Weg. Ich brauche Hilfe dafür. Wie lange dauert es? Oh, 6 Minuten noch. Naja, egal. Wird schon gut gehen. Dann werden wir jetzt. Was machen wir jetzt? Offiziere? Ich kann die Offiziere aufleveln. Okay. Gucken wir bei denen hier an. Bei Spock. Level up. Okay. Mehr brauchen wir auch nicht. Ein Level reicht. Rekrutieren können wir auch noch jemanden. Ich hoffe, ich habe endlich die 100 Punkte voll. Geschenke. Abholen. Fertig. Abholen. Fertig. Abholen. Fertig. Okay, das war's. Rekrutieren. Und 100 voll. Ach, 93. 7 Punkte fehlen noch. Schauen wir mal, was wir hier jetzt noch machen. Erstmal die Quest abholen. Die Quest. Okay. Sieg. Was haben wir hier gewonnen? Schauen wir mal nach dem Gebäude aufwerten. Das wird mir vorgeschlagen. Wird gemacht. Was vorgeschlagen wird, ist ja meistens immer richtig. Und das zweite Gebäude wird gemacht. Bei Forschung wird leider nichts vorgeschlagen. Müssen wir selber uns raussuchen, was wir machen müssen. Ich gehe erstmal auf Kämpfen, schauen, wo ich hier so einen grünen Pfeil habe. Da, diese drei. Noch was? Da auch noch ein. Okay, weiter geht's nicht. 6 Stunden. Wow. Dauert genauso lang. Naja, nicht ganz genauso lang. Es sind 5 Stunden. Stunde schneller. Ja, ich mache das immer oder meistens einmal beim Kämpfen und einmal bei Station. Beim Rest kann ich noch gar nichts machen. Das ist erst mit Level 20. Das ist mit Level. Oh, mit Level 10. Shuttle. Okay. Gesetzlos. Level 22 und Level 19. F und E. Das dauert noch eine Ewigkeit bei mir. Hier sind schon ein paar mehr Sachen zur Verfügung, aber ich glaube, die gehen alle auch erst ab Level 20 oder 25 sogar. Ja, also da brauche ich auch nicht schauen. Also immer nur die ersten beiden sind für mich erstmal wichtig.
Dann haben wir das schon mal. Oh, mir hat jemand geholfen. Aus der Allianz. Okay, 7 Leuten geholfen. Immer noch 93. Brauche ich gar nicht weiter gucken. Ansehen. Fertig. Ansehen. Ansehen. Nochmal fertig. Draußen tobt gerade das Gewitter, das Unwetter, was kommen soll. Aber es ist bislang nur ein bisschen Regen. Eigentlich wollte ich heute Morgen das Video machen, aber ich bin eingeschlafen. Ich habe das Spiel installiert und beim Installieren, wupp, war ich weg. 5 Uhr wieder wach geworden. So, oh, scheiße, Mist. Weil morgens hat man immer schön die Ruhe, nicht so viele Autos an der Straße und. Ihr seid so, ne? Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So ein Mist. Okay. Dann starten wir schon mal das nächste Team. %. Haben wir den anderen Vulkanier? Wo ist er, der hier? %98. Ne, weiter geht's nicht. Da können wir nur noch das aber machen. Sie als Chefin anwählen und draufdrücken, anwählen, okay. Schafft das ja schon alleine. Meine Güte. Anwählen und so, starten. 4 Stunden seid ihr mal weg. Zum nächsten. Sie ist schon weg. Der ist auf dem Schiff, der geht nicht. Sie kann weg. 80%. Das war DJ, DNJ, genau. Schauen wir mal, ob wir noch eine Dame in DNJ. 93. Da haben wir noch einen anderen DNJ. 74. War denn noch ein DNJ? Dame, ein DNJ. 97. Wir nähern uns der 100%. Die Girl Group mal wieder vereint. Gut, haben wir die beiden auch schon mal am Laufen. Tagessiedel haben wir schon 2 fertig, das ist gut. Können wir das erste Paket von? Nein, noch nicht. Schleichende Machtzunahme, das dauert noch ein bisschen. Immobilien. Das werde ich heute nicht schaffen. Forschung werde ich auch nicht schaffen. Allianz unterstützen. Schauen, ob jetzt gerade noch einer spielt. Plündern. 4 Stunden Truhe werde ich auch nicht mehr heute schaffen. Feindliche Jäger. Das können wir machen.
5 Schiffe Level 14, 25 Schiffe Level 15. Boah. Und einmal Gas abholen. Gas oder Erz? Kristallgas, Erz, 2 Sterne. Das will ich wahrscheinlich 2250 auch nicht schaffen, weil meiner kann irgendwie nur 750 abholen. Also fehlt noch ein bisschen was. Aber wir werden den trotzdem schon mal losschicken. Missionen. Dann geht's jetzt los. Ich bin bei Level 12 Missionen. 13. Hier ist kein Level. Also setze mal ein Sternchen hinter. Da ist auch kein Level, auch ein Sternchen hinter. Dreizehn, 16, 13, 13, 17. Okay. Fangen wir oben an. Okay. Wird irgendwann mal fertig. Besiege zwei Feinde auf Level 15. Wo kann man die orten? Wird er mir nicht sagen. Da muss ich erstmal selber einen Planeten suchen oder eine Galaxie. Das ist meine Heimatstation. Hier sind nur Level 8 da. An den Level 5er. Ah, hier ist noch eine Truhe zum Abholen. 10 Minuten Truhe. 10 Minuten schon vorbei. Ich habe noch nicht mal angefangen. Galaxie. Und jetzt ein Systemsuche mit 15, 13, 14, 15 dahin. Mit diesem, bitteschön. 6 Minuten. Ist doch aber lange. Und mit dem müssen wir was abfarmen. Da war ich noch gar nicht. Da. Zwei Sternchen. Jetzt zwei Sterne, da ist nichts. Gibt's auch nichts. Ich glaube, ich fliege zu denen hier unten hin, weil da habe ich auch gleichzeitig eine Quest. In 3 Minuten ist er da. Also, jetzt habe ich also 3 Minuten, muss ich überbrücken. Können wir mal kurz wegzoomen, schauen, wie groß die Galaxie ist. Da sind meine Schiffe, A und B. Die ist schon riesig, die Galaxie. Hier sind, glaube ich, die Gildengalaxien, die erobert werden können. Boah. Dann sind hier diese Fraktionen. Das sind hier die Menschen. Das waren, glaube ich, die Vulkanier. Nee, die Vulkanier waren, glaube ich, rot, ne? Und das hier waren, glaube ich, die Vulkanier. Gelb weiß ich gar nicht, was das ist. Lila auch nicht. Naja. Ich glaube, die Leute, die sich mit Star Trek auskennen, wissen genau, wer was für ein Zeichen hat.
Und hier ist so die freie Galaxie. Was ist das für ein Würfel? Level 40. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht mit den Leveln. Ich bin erst 14. Wenn ich jetzt da mal ranzoome. Steht gar kein Level drauf. Ich denke mal, dass hier mit den drei Sternen ist, glaube ich, das Schwerste dann. Steht da drauf. Auch kein Level. Info. Na dann. Level 60 gibt es hier. Boah, ich denke mal, Level 60 ist das Höchste. Level 42. Level 15. Das ist Universums Ende. Weiter wurde es noch nicht erforscht. Na, ich denke mal, Level 60 ist das Schwierigste. Höchste, Schwerste, wie auch immer. Dann machen wir mal einmal das Orten, dass wir direkt da sind. Da ist unser Schiff. Und wir werden das abbauen. In der Stunde 1800. Oh, macht er das voll? Jo. Und der ist auch gleich da. Und dann werden wir da erstmal zwei Schiffe zerstören und schauen, was wir da noch für eine Quest haben. Orten. Und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon für heute. Hier vorne ist ein Gildenkamerad. Da auch. Da auch. Da unten bei mir ist auch einer dabei. Da ist einer. Naja. Warte. Jetzt bin ich aber da. Da fliegt meiner. Ich muss zwei Level 15er zerstören. Scannen. Oh, meine Schwäche ging. Also. Gibt es hier noch andere außer Sternchen? Sternchen scheint also stärker zu sein als ich. Nee. Nur Sternchen. Auweia. Warte, da ist einer. Ui, da ist ja noch stärker. Da mache ich erstmal so die Quest. Okay, eine Quest fertig. Ich noch eine andere Quest hier. Voll viele Leute hier. Scheint nicht so zu sein.
Dann probieren wir mal. 2 Level 15er. Also den werde ich nicht schaffen. Und den sind mehr. Muss hier nicht so viel rumfliegen. Ich hoffe, ich schaffe das. Boah, ganz knapp. Jetzt muss ich meine erstmal das Schild ein bisschen aufladen, ein bisschen Energie holen. Dann können wir den nächsten angreifen. Ich bin schon voll am Schwitzen. Okay, mehr Energie kriegt er nicht. Aber wenn das Schild voll ist, dann wird es für einen Kampf reichen und dann muss ich schon wieder zur Reparatur schicken. Okay, geschafft. Die Quest ist abgeschlossen. Aber wo ist die? Ist hier. Da. Einsammeln. Zack. Oh. 2 Marken für einen neuen Kapitän. Hier muss noch eine fertig sein. Ah, hier. Zack. Besiege 8 Feinde. Aber nicht mehr heute. So, dann werde ich den mal zur Reparatur schicken. Rückruf. Is on the way. Und dann würde ich mal sagen, das war's auch schon. Und noch einmal das Paket ab. Habe ich jetzt schon die 100 voll? Rekrutieren? Immer noch nicht. Shit. Na gut, dann werde ich das Spiel beenden. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.